So, liebe Leute, Zeit für ein neues Portfolio-Update für den Monat August. Was lief da alles bei meinen Aktien, ETFs und P2P-Krediten? Schnappt euch eine Tasse Tee und macht es euch gemütlich. Ich habe mir meinen Tee schon vorbereitet. Den Kaffee hatte ich natürlich vor dem Video, damit ich jetzt total energetisiert hier durchstarten kann. Hallo, ich bin der Johannes und ich zeige dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt, und springen wir doch direkt rein in die Performance des letzten Monats. Ich mache das heute ein bisschen anders. Wir schauen uns die einzelnen Entwicklungen der Aktien etwas genauer an, im Detail sozusagen, und ich werde auch die ein oder andere aktuelle News dazu droppen. Vollständigkeit wird nicht garantiert. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Verdammt. Keine Angst, wir gehen hier relativ schnell durch, weil ein Monat allein sagt natürlich wenig aus, aber es ist hier natürlich ein Portfolio-Update für August und deswegen schauen wir uns den August hier in diesem Video im Speziellen an. Ich nehme den Chart aus Portfolio Performance und um hier Verwirrung zu vermeiden, das sind alles Euro-Angaben, was ihr hier seht. Bei mir gibt es eigentlich nur Euro, das war einfach so eine Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe, dass ich nicht verschiedene Währungen in meinem Portfolio Performance drin haben will, sondern ich will sehen, ich habe so und so viel Euro im Depot und muss nicht daran denken, ja, dass vielleicht irgendwelche Aktien in Dollar notieren oder so. Deswegen nehme ich ausschließlich die Euro-Charts. Euro ist ja auch das, womit ich im täglichen Leben bezahle, und deswegen ist das für mich am wichtigsten. So, auch hier bitte bei den Grafiken bedenken, dass ich nur über den Bereich zwischen den gestrichelten Linien spreche. Ich bin leider immer etwas später dran mit meinem Portfolio-Update. Deswegen muss ich eine 2-Monats-Übersicht nehmen anstatt eine Monatsübersicht. Ja, ich bin nicht so jetzt dahinterher, dass ich am 31. jeden Monats da mein Portfolio-Update mache. Verzeiht es mir. Altria leicht gefallen von 42 auf 40. Interessant ist hier bei Altria, es gibt Fusionsgerüchte, dass Altria wieder zusammen mit Philip Morris fusionieren könnte. Ja, es ist noch nichts bestätigt oder festgemacht aktuell. Es sind einfach nur Gerüchte, dass die beiden das vielleicht überlegen oder einer der beiden. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich geil, weil dann hätten wir hier eine geballte Marktkapitalisierung von um die 190 Milliarden Euro insgesamt, wenn die beiden sich zusammenschließen. Und Philip Morris ist der internationale Markt, Altria ist der amerikanische Markt. Und wenn die beiden sich zusammentun, ja, dann wäre ich, der ich nur in Altria investiert bin, auch international investiert mit den Marken von Altria bzw. auch Philip Morris. Und das würde mir auch, fänd ich gut. AT&T in dem zeitlichen Bereich ist hier leicht gestiegen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit dem 5G-Netz zu tun. Es ist ja so ein bisschen fakey 5G-Netz gelauncht worden in New York, wo es irgendwie 1,7 Gigabit gibt, anstatt der eigentlich 10 bis 20 Gigabit pro Sekunde, die ein 5G-Netz normalerweise liefern sollte. Also das ist nicht so wirklich 5G, das ist eher so ein 4G umbenannt in 5G, also so ein bisschen fakey, aber trotzdem hat es dem Aktienkurs zumindest im August jetzt nicht geschadet. Coca-Cola schießt richtig in die Höhe, wie so eine wiederverwertbare Rakete von Elon Musk oder wie so eine von der Tarantel gestochenes Federvieh. Vielleicht liegt so ein bisschen an der Übernahme von Costa Coffee. Costa Coffee ist die zweitgrößte Kaffeehauskette der Welt, nach Starbucks, denke ich mal. Und die Übernahme ist zwar schon ein bisschen her, aber Costa Coffee will jetzt richtig expandieren. Und vielleicht haben diese Expansionspläne so ein bisschen den Kurs von Coca-Cola angeheizt. Die Schweiz ist wohl sehr attraktiv. Da wird sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Deswegen steht die, glaube ich, so ein bisschen im Fokus. Das heißt, da können sich alle Schweizer Zuschauer freuen, dass ihr in der nächsten Zeit ein bisschen öfter Costa Coffee Stores sehen werdet. Deutschland aktuell nicht ganz so im Fokus. Wir haben bisher ganze 3 Filialen, nämlich in Berlin, Hamburg und Karlsruhe. Bei Corsivic haben wir einen kleinen Anstieg im Dauertrend nach unten, und das war so eine Investition aus der Anfangszeit. Das war eine hohe Dividendenrendite, die mich da gelockt hat. Inzwischen kann ich mit dieser Investition nicht mehr ganz so viel anfangen, und ich habe schon öfter überlegt, ob ich die einfach verkaufe. Bisher habe ich das noch nicht gemacht, weil da liegt auch ein Teil bei einem Broker, wo es ein bisschen teurer wäre, das zu verkaufen, und deswegen habe ich mir noch überlegt bisher. Aber die Dividendenrendite, habe ich gesehen, ist hier auch stark gesunken.
von 8 auf 2% oder so oder 2, paar zerquetschte Prozent. Das wäre natürlich so ein Argument, weshalb man sich überlegen könnte, ja, vielleicht doch mal raus. Dann weiter zu EPR Properties. Das ist auch ein Immobilien-REIT, genauso wie CoreCivic, nur in einem anderen Bereich. Und hier rennt der Kurs seit einem Monat mir davon. Bei 66 Euro wäre ein guter Einstiegspunkt gewesen tatsächlich. Jetzt Ende August haben wir 71. Das ist so ein Gefühl, so ähnlich wie von Realty Income. Vielleicht kennen das manche von euch, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man kauft hier zum falschen Zeitpunkt. IBM ist etwas gefallen auf 123 Euro. Und wir wissen ja, dass unsere Bundesregierung gerne mal höhere Summen für Berater ausgibt. Und jetzt wissen wir auch, wo das Geld hinfließt, nämlich zu einem großen Teil, zumindest in diesem Jahr, zu IBM. Ja, die Anleger können sich natürlich über diesen gut zahlenden Kunden freuen. Intel hat zumindest seit meinem Kauf bisher einen leichten Anstieg hingelegt. Im August insgesamt hat es gut geloost. Ja, Johnson & Johnson ist so ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben, zumindest im August. Wenn man den Juli noch dazu nimmt, dann sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier deutlich verloren, könnte man sagen. Und das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass JJ gerade so ein bisschen mit Opioid-Anklagen zu kämpfen hat. Ja, es geht um die unrechtmäßige Vermarktung von suchtgefährdenden Medikamenten, die zur Drogenkrise und 400.000 Toten zwischen den Jahren 1999 bis 2017 beigetragen haben soll. Ich glaube, hier wurde in einem Bundesstaat von einem Richter schon eine Strafe von 500 Millionen US-Dollar ungefähr verhängt. Johnson & Johnson geht natürlich in Berufung. Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht und ob vielleicht da noch weitere Klagen in dieser Sache auf das Unternehmen zukommen, weil es gibt ja noch ein paar andere Bundesstaaten in den USA und auch noch andere Länder, die sich vielleicht melden, weil es ist ja ein internationales Unternehmen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Shell gefallen von 27 auf 25 Euro ungefähr und der Preis könnte noch weiter gedrückt werden, weil nämlich die USA aktuell keine Anstalten machen, weniger Öl zu fördern. Und ja, deswegen ist so ein Überangebot bzw. einfach ein größeres Angebot vorhanden, was natürlich den Ölpreis und damit auch die Shell-Aktie noch etwas weiter drücken könnte. Weiter zu Viacom, hier ist der Kurs von 27 auf 22 Euro gefallen und hier gibt's auch Fusionsnachrichten, allerdings nicht wie bei Altria und Philip Morris, dass das Gerüchte sind, sondern hier ist das, glaube ich, schon unter Dach und Fach und zwar wird hier fusioniert mit CBS und der neue Konzern wird dann Viacom CBS Inc. heißen und insgesamt 30 Milliarden Dollar auf die Waage bringen. Das ist auch eine vergleichsweise kleine Position, die ich da habe. Dann schauen wir uns noch kurz die ETFs an und die sind sich eigentlich beide einig. Der iShares Global Select Dividend 100 ist leicht gefallen um einen Euro. Genauso auch der Vanguard FTSE All World. Bitcoin ist down 1000, was dann alles in allem eine Performance im August für mich macht von 0,9% minus. Eigentlich ist ja der September der historisch schlechteste Monat im Jahr, zumindest wenn man sich die letzten 80 plus Jahre anschaut und da den Durchschnitt bildet, was im September so passiert ist, dann ist das ein minus 1% ungefähr im Schnitt. Ja, also meine Performance im August minus 0,9% aufs Jahr gerechnet 13,7% und vielleicht wundern sich jetzt einige, wenn sie sich die Zahlen des letzten Portfolio-Updates anschauen. Ja, es ist ein bisschen nach oben gegangen. Das liegt einfach daran, dass ich einen Fehler eingebaut habe, den ich monatlich wiederholt habe und den habe ich jetzt mal korrigiert. Deswegen haben sich die Zahlen so ein bisschen angepasst. Glücklicherweise für mich jetzt nach oben. Ja, auch etwas verwirrend, in diesem Screenshot steht jetzt 14,9. Der September hat aber aktuell einen Plus von 1,2% geliefert. Also wenn man das abzieht, dann kommt man zu diesen 13,7. Damit bin ich auch total zufrieden. Und jetzt, was habe ich gespart dieses Jahr? Und da muss ich sagen, ich war im August ein bisschen nachlässig. Ich habe nur 139 Euro insgesamt neu in dieses Portfolio-Ökosystem mit reingebracht. Das macht dann insgesamt aufs Jahr 3042 Euro durch 8 Monate, 380 Euro im Schnitt im Monat. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin aktuell nicht ganz so in Investitionslaune. Ich horte gerade mehr auf dem Konto und warte eigentlich so
auf den richtigen Einstiegszeitpunkt. Was hat sich im August verändert im Depot? Also was habe ich gekauft und was habe ich vielleicht verkauft? Ganz normal weitergelaufen ist natürlich der Coca-Cola-Sparplan, der Sparplan auch auf den iShares Global Select Dividend 100 ETF. Und einzelne Aktien habe ich gekauft, ja, am 7.8. einmal Intel. Das Video dazu habe ich hier dir oben in der Ecke einmal verlinkt. Für 207 Euro habe ich da gekauft. Und am 8.8. habe ich 4 Stück des Vanguard FTSE All World ETFs gekauft für 398 Euro. Und wenn sich jetzt jemand fragt, ja, du hast doch aber nur 139 Euro gespart. Ja, das liegt daran, ich habe im Vormonat, im Juli, habe ich auch schon etwas mehr gespart, was aber noch nicht investiert wurde. Manchmal liegt das dann einfach noch auf den Konten rum. Bei mir ist das Geld gespart, sobald es auf dem Broker liegt, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Geld auch in der nächsten Zeit investiert wird. Dann geht es zu den Dividenden und die waren jetzt im August weniger spektakulär mit 14 Euro ungefähr. Und auch im Vorjahr habe ich ungefähr um die 14 Euro Dividenden bekommen, also nichts Weltbewegendes hier. Ausgeschüttet haben AT&T und EPR Properties. Dann zu den P2P-Krediten und hier hat mir Bondora Go & Grow um die 4,50 Euro gegeben. Bondora die alten Investitionsmöglichkeiten 27 Euro, Mintos knapp 10 Euro. Estate Guru muss ich jetzt auch langsam mit aufnehmen, auch wenn es wirklich sehr, 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 sehr wenig ist. Ich habe da wirklich nicht viele Investitionen, aber ich habe 1,84 Euro bekommen. Im Mai habe ich da meine allerersten Zinsen bekommen mit 24 Cent, aber das fand ich absolut nicht nennenswert. Insgesamt kann ich mich also echt nicht beschweren. Ich bin aber echt gespannt, ob der September auch für mich ein Durchschnitts-September wird und ob er überhaupt insgesamt auch ein Durchschnitts-September wird und eher negativ abschließt. Das werden wir dann in einem Monat sehen. Bis dahin danke ich dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.